So, willkommen zurück. Es ist jetzt aktuell 10 vor 3. Ich bin um kurz nach 2:45 von der Arbeit gekommen, habe jetzt schnell noch Mittag gegessen, weil ich ja keine Pausen mehr mache auf der Arbeit, sondern 6 Stunden Durcharbeit und dann heimgehe. Ja, Mittagessen beendet. Jetzt geht's hier los. Am Krame geht's weiter, habe ich ja schon gesagt. Das Video seht ihr ja dann erst. Macht ja nichts. Oder habt es dann ja schon gesehen. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, der letzte Akt war, den Gestandlicht drauf zu machen. Nächster Schritt sind jetzt die ganzen Lampenträger, Lampenhalde und Bohrungen. Da mache ich mich jetzt dran. Irgendwo habe ich die Dinger auch schon hingelegt. Einmal Lampenträger hinten, Rückleuchtenträger. Blinkerhalter vorne und die ganzen Schrauben dazu Bolognada innen rum. Der passende Bohrer ist noch eingespannt in meinem großen Akkuschrauber. So, das brauchen wir. Den brauchen wir selbstverständlich und für solche Arbeiten immer den da. Weil der, wenn in Metall reingeht, 120 Newtonmeter. Aua, das tut auf dem Handgelenk weh, wenn der einhakt. Gut, dann brauche ich noch einen Meter bzw. den Winkel und meinen Körner und dann geht's los. Schaut das Ganze dann aus. Ja, sitzt ziemlich mittig. Man könnte es jetzt dann genau rausmessen, aber da kommt das Kabel durch. Da der Halter, da kommt das Kabel, da der Halter, da kommt das Kabel. Fertig. Vorne passt. Schleife ich mit der Flex noch ein wenig glatt und dann ist die Sache hier auch gut. Freunde, die vorderen Felgen sind fertig. Stehen jetzt da hüben, ausgedengelt und entrostet. Und die beiden Aggerschienen, die ich habe, habe ich auch entrostet und entlackt. Die liegen hier. Da sieht man es jetzt quasi nochmal. Das ist ja beides Cut 1. Die kleinere hier ist vom KA15. Und die da, die hat er mal zu einem KL300 gehört, die hier im DAF noch lief. Die habe ich ja geschenkt gekriegt, da war eigentlich auch noch ein Blech dafür, das habe ich aber oben aufgelegt ins Lager, weil ich es eigentlich nicht brauche. Die große Aggerschiene ist eigentlich dafür gedacht, wenn ich zum Beispiel mit dem Kran immer meine Presse umparken will, weil da ist mit dem Blech immer ungünstig gewesen. Erstens einmal geht das Blech unheimlich dabei kaputt und zweitens einmal flutscht er da schlechter rein. Ja, und dafür ist eigentlich die Aggerschiene gedacht gewesen. Die Unterlenke und die Hubstreben habe ich noch nicht gemacht, schaffe ich heute nicht mehr. Es wäre zwar aktuell erst 17:45, aber ich muss noch in meinen Stall und wenn ich dann pünktlich zum Abendessen laufen will, dann brauche ich das heute nicht mehr anfangen, sonst wird es zu spät. Darum mache ich jetzt hier wieder Schluss, parke noch das Auto rein, mache das Tor zu, dann ist heute der Weg hier wieder ein bisschen was passiert. Gut, das war's dann erstmal für den Dienstag. So Leute, also Donnerstagmorgen, ich bin schon wieder in Gange, wie man sieht, bin schon wieder nass, dreckig, schmutzig
Und gleich hier vorweg, nein, ich werde nicht von Glas gesponsert und nein, ich habe die Klamotten nicht geschenkt bekommen. Ich habe mir die selber gekauft. Warum? Ganz einfach, ich finde die Klamotten einfach unheimlich bequem. Zum Arbeiten sind sie top, richtig strapazierfähig. Da, wenn man mal wo hängen bleibt, man hat nicht gleich Löcher drin. Darum habe ich die an, nicht wegen irgendwas anderem, sage ich jetzt nochmal so, wie es ist. Also, weil ich immer wieder gefragt werde, ob ich gesponsert war oder warum ich immer dieselben Hemden anhabe. Nein, ich habe auch nicht immer dasselbe an. Das ist zum Beispiel ganz frisch aus dem Schrank. Ich habe mittlerweile so viele, dass ich jeden Tag gar nicht anziehen kann und die nächsten schon wieder in der Wäsche liegen. Also, vor allem bei den Temperaturen brauchst du jeden Tag ein frisches. Und ich ziehe natürlich das Hemd da nicht an, wenn ich auf die Arbeit reinfahre. Da habe ich auch wieder eine Schnuck dafür. Also, keine Sorge. So ist das nicht. Ich laufe nicht jeden Tag mit demselben rum. Ich habe schon andere Klamotten auch noch, aber ganz ehrlich, die Arbeitsklamotten sind halt wie gesagt die vielseitigsten. Die kann man immer anziehen. Ich habe auch für Sonntagsausflüge auch meine Klamotten. So ist es nicht. Ist alles vorhanden. Aber hier für daheim rum zum Arbeiten, wie gesagt, ist die Qualität hier top. Für mich reicht es. Für mich dumm ist es. Und ich ziehe die Klamotten gern an. Ja, weil ich jetzt gerade gesagt habe, es ist Donnerstag. Ja, gestern am Mittwoch, was ist passiert? Ich habe nichts gefilmt, ganz einfach. Das wäre für euch sowas von langweilig gewesen, wenn ich das alles gefilmt hätte, was ich gemacht habe. Da hätte der sofort abgeschalten. Ich habe gestern wieder geschliffen, meine neue Lieblingsbeschäftigung. Haha, ihr wisst schon. Ja, und gestern waren die Hubstreben und die Aggerschienen noch dran. Die beiden Aggerschienen liegen damit auf dem Haufen und die Hubstreben von der Hydraulik und der eine Unterlenker. Ja, und am Schlepper habe ich auch ein bisschen weiter gemacht. Wie man sieht, hier drüben an der Achse habe ich angefangen. Da ist der Lack schon ein bisschen runter. Da habe ich mich über die Achse so ein wenig vorgearbeitet. Da hinten noch ein wenig. Klar, das sind noch mehr Stellen, da muss ich schon noch einiges machen. Aber so schaut es doch schon ganz gut aus. Ja, mein Paula frisst mich hier gerade. Paula? Was? Was? Ja, Helfer in der Halle. Ja, also wie gesagt, hier habe ich ein bisschen weiter gemacht. Was ich gestern aus dem K15 noch ausgebaut habe, ist der Halter vom Blinkgeber. Der liegt schon hier, den muss ich auch noch entrosten, der kommt dann wieder hier oben drauf. Und am Armaturenbrett habe ich angefangen, die ersten Kabel gezogen. Ja, nach hinten, ich habe die Lampen alle abgebaut, aber die Kabel gehen nicht durch die Traversen durch. Wo habe ich mein Lämpchen? Die laufen ja hier unten in die Kotflügelstreben nach unten, die Kabel. Und ja, ich habe sie versucht nach unten rauszuziehen, da hast du keine Chance. Ich gehe schwer davon aus, da ist der ganze Dreck dann über Jahre drin. Der Pultdeck ist Baujahr 55 und ich habe es bei dem schon gesehen, was da an Dreck rauskam. Das ist eine Stelle, wo du schlecht rankommst. Beim KL 300, wenn ich jetzt waschen tue, wasche ich regelmäßig die Stelle natürlich mit. Fleih die Streben von oben einmal gründlich durch. Aber das ist halt früher selten gemacht worden und dann hat man da nicht gespült. Dementsprechend schauen natürlich auch die Kotflügelstreben dann aus. Sind innen her vergammelt. Ja, deswegen kriege ich die Kabel nicht runter. Da werde ich wahrscheinlich einmal mit dem Nadelentroster von außen drauf müssen. Dann versuche ich einmal da damit den Dreck zu lösen. Vielleicht kriege ich die Kabel dann raus. Wenn nicht, dann muss ich mal gucken, was ich mache. Ich wollte den Kabelstrang nicht abschneiden. Mein Vorher gesagt, schneiden halt einfach oben am Armaturenbrett ab. Dann ziehen wir komplett neu. Klar, könnte ich auch machen, ist aber ein Riesenaufwand, weil da eine ganze Menge Kabel von oben runterkommen und ich habe eigentlich keine Lust, sämtliche Kabel nach hinten neu zu ziehen. Ich wollte eigentlich den Strang 1:1 übernehmen, so wie es jetzt ist. Kommt schon wieder Regen. Schön, endlich regnet es. Nur zu spät. Ja, aber da muss ich ja mal gucken. Das sehe ich schon. Müssen wir erst mal schauen, vielleicht kriege ich sie ja doch im Ganzen raus. Ja, zu die Unterlenker. Ich habe ja gerade gesagt, auf meinem Berg da drüben liegt bloß einer.
Warum liegt da bloß einer? Ganz einfach. Den zweiten Unterlenker habe ich mir gestern angeguckt beim Reinigen. Dann habe ich schon festgestellt, nicht gut. Der ist schon mal aufgeschweißt worden, die Kugel unten her. Man sieht es hier, da ist einmal, ja ist gut, da ist einmal ein Ring aufgeschweißt worden. Ich habe den jetzt schon abgeflext, da muss ein neuer rein. Die Kugel hat hier innen unheimlich viel Spiel, klappert hin und her. Hier drüben ist sie total ausgeschlagen, da weiß man nie, irgendwann da reißt sie dann im Kompletten raus. Da habe ich gesagt, da kommt ein neuer hin. Ich habe ihn jetzt schon weggeschnitten, der war hier so dran. Ja, ziemlich genau in dem Winkel. Und da mache ich einen neuen ran und dann ist die Sache wieder gut. Am anderen Unterlenker ist schon mal einer nachgerüstet worden. Da ist schon mal irgendwann eine nachgeschwarzt worden. Hier wie gesagt noch nicht. Und das wird jetzt noch ergänzt. Dann habe ich da auch wieder Ruhe. Weil wie gesagt, unterwegs ein Anbaugerät zu verlieren, wäre jetzt nicht unbedingt so ideal. Das wollen wir natürlich nicht. Und dann schaue ich da natürlich schon, dass der gemacht ist. Wie gesagt, der andere ist schon mal neu angeschweißt worden. Sieht man hier. Also die ist fast neu, könnte man sagen. Relativ neuwertig. Ne? Jetzt ist er natürlich zugepackt. Den Schraubenzieher wieder lösen. Ja, da ist auf alle Fälle schon mal ein neuer rangekommen. Und das mache ich jetzt beim anderen auch. Dann habe ich da Ruhe. Dann habe ich da keinen Ärger. Und dann passt es. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, ich bin beim Arbeiten. Was mache ich heute? Also, ich habe vorhin meinen Pferdestall ganz normal sauber gemacht unten. Die haben hier Ration Äpfel gekriegt. Wasser habe ich aufgefüllt, Stall innen hier sauber gemacht. Den Mist sieht man ja da. Ja, ich habe auch gesagt, es hat heute geregnet. Sind ganze 6 Liter geworden. Sind es aktuell. Ja, die Oberfläche vom Boden ist nass. Und ich habe mir entschieden, ich mache die Koppel noch sauber, bevor es wirklich richtig losgeht zu regnen. Die ganzen Kothäuften, Pferdeäpfel von der Koppel runterziehen. Ja, und jetzt ist, wie gesagt, die Oberfläche nass. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, ihr kennt mich ja. Ja, feuchter Boden. Auwe, da brauchst du einen leistungsstarken Schlepper, die Lore ist schwer. Da brauchst du auf alle Fälle was mit richtig viel Grip. Ja, da habe ich mich dazu entschieden. Es muss unbedingt, ganz dringend, ganz wichtig, der 12 PS Allgäuer sein. Na, natürlich nicht mit IHC. Klar, den könnte ich jetzt auch vorspannen und mit Allrad hier drin rumschüren, aber der macht einen Haufen Bodenschaden dann. Nee, das geht mit einem leichten kleinen Schlepper. Am liebsten mache ich sowas ja eigentlich mit dem K15. Den habe ich ja aktuell nicht. Den KA15 habe ich auch noch nicht fertig. Also bliebe nur der KL300. Da müsste ich jetzt erst mein Auto wieder rausfahren. Und ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich gestehen, ja, klar könnte man den KL300 nehmen. Der hätte jetzt auch ein Dach drüber, falls es das Regnen anfängt. Aber ganz ehrlich, ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme den. Bietet sich gerade so schön an. Er ist klein, wendig. Komme ich überall schön hin. Wenn ich schnell drehen muss, überhaupt kein Problem. Also kommt der Allgäuer zum Einsatz. Ich freue mich immer wieder, wenn ich mit dem auch fahren kann. Der kriegt immer wieder was zu arbeiten. Und wenn solche Aufgaben sind, im richtigen Hauptdienst ist der ja nicht mehr in dem Sinne. Das mache ja eigentlich bloß noch der KL300 und der IHC, die Hauptaufgaben. Der K15 war eigentlich immer nur zum Mistverfahren da, mehr oder minder. Und vielleicht einmal Rasenschnitt oder so, wenn du gehabt hast. Und der Allgäuer war eigentlich das ganze Jahr gestanden. Der ist eigentlich nur auf die Treffen gefahren. Den haben wir damals zugelassen auf dem Vater sein Geburtstag. Ja, ich bin mittlerweile aber ganz froh, dass wir ihn haben. So kann man den auch mal nutzen, wenn es ist. Und jetzt zum Heu war er auch ein paar Mal in Benutzung. Ich sage ja, wenn er Schlepper zugelassen ist, dann wird er ganz anders verwendet, als wenn er nicht zugelassen ist. Weil du hast halt doch viel mehr Möglichkeiten. Du kannst sagen, du kannst mit dem auch mal ein Heu fahren oder Mist fahren oder... Bietet sich doch einfach an. Und darum jetzt dieses schöne Gespann. Passt ja auch irgendwie ganz gut. Die Handkipplore und eine 12 PS Allgäuer davor. Der A111. Finde ich, schaut immer gut aus. Und ich tue jetzt nochmal die Koppel abäppeln. So, die Lore ist voll. Ja, oder was heißt voll? Zumindest so voll, dass alles runterbröselt. Mehr geht nicht drauf.
das fahren wir jetzt gleich einmal weg. Mal gucken, der Hundi wird wieder hinterher rennen. Aufsteigen. Kleiner Zeitsprung. Ja, die Kuppel ist wieder sauber, wie man sieht. Alles weg. Abgeäppelt komplett. Bis runter. Ja, klar. Da drüben wäre jetzt dann noch, das ist die aktuelle Kuppel. Aber da komme ich jetzt schlecht ran. Da müsste ich ständig über den Zaun hin und her steigen. Und innen her, wenn ich's machen die, dann müsste ich immer wieder die ganze Strecke von da runter zur Lore laufen. Ist auch nicht optimal. Selbst wenn ich jetzt die Lore bis an den Zaun ranfahre, ist es trotzdem immer rechts Heckmeck. Also ich mag es immer so. Normalerweise, wenn die Kuppel dann komplett abgegrast ist und spätestens wenn ich sie dann versetze, dann wird quasi mit dem Bulldog und mit der Lore ein Rollwong eingefasst. Ja, so wie man es halt jetzt aktuell sieht. So im Gespann dann zum Beispiel oder mit Krame davor oder mit IHC davor. Es kommt immer auf die Witterung an, je nachdem was ich brauche. Ja, das ist jedenfalls gemacht. Da unten, wie gesagt, wenn ich es versetze, einmal kann ich es aktuell noch versetzen. So viel Grünfutter haben wir noch. Also darauf komme ich ja leider nicht, das mähe ich mit dem Balkenmäher weg. Weil so weit habe ich keinen Zaun mehr. Aber hier, wo es noch ein bisschen grün erscheint, es ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen, da setze ich den Zaun als nächstes noch. Und wahrscheinlich auf der Fläche werde ich auch die Winterweide lassen. Weil im vorigen Jahr waren sie quasi, wo sie jetzt sind, auf der Winterweide, das obere Stück. Jetzt im letzten Jahr gleich waren sie auch da unten, bis in der Zemweihe. Und damit ich immer ein bisschen so einen Abstand dazwischen habe und damit sie immer was anderes haben und der Boden mal wenigstens ein bisschen eine Ruhepause dazwischen hat, kommt die Winterweide dann wahrscheinlich hier rauf, also hier hin. Wo es jetzt noch grün ist. Ja, und da wird sie dann auch bis zum Frühjahr stehen bleiben. Klar, es wird der ein oder andere sagen, das ist doch Mist. Man weiß aber erstens nicht, wie das Wetter wird. Es kann durchaus sein, wir haben einen richtig knackig kalten Winter, dann ist alles gefroren, dann habe ich überhaupt keinen Bodenschaden. Wenn es wieder so wird wie im letzten Jahr, dass schlammig ist, dann werde ich sie höchstwahrscheinlich wieder im Stall lassen müssen. Also ich habe jetzt vor, jetzt im Herbst dann noch
da unten wie so Paddockplatten zu verlegen, dass sie zumindest ein bisschen einen Auslauf haben, dass die Hufe auch einigermaßen sauber bleiben. Muss ich aber schauen, dass ich A, was herkriege, B, ich brauche erst nochmal Geld dafür und C, und der Bagger ist schon wieder unterwegs. Den brauche ich nämlich auch dazu, weil es nutzt mir nichts, wenn ich Paddockplatten anlege. Vorher muss ich erst einmal Drainage legen, weil wenn das Wasser den Hang runterschießt oder wenn es recht feucht ist, dann nutzen mir die Paddockplatten auch nichts, dann steht auf denen das Wasser. Und wenn, dann muss ich erst da Drainage legen. Und die soll dann, wie gesagt, da unten vorm Offenstall entlang und dann da zwischen die Holzstöße runter, da unten läuft dann die Rinne. Und da unten soll sie dann in die Rinne enden und dann in den Kanal. So ist der aktuelle Plan, das habe ich vor. Aber wie gesagt, da brauche ich einen Bagger dafür. Weil das mache ich zumindest da oben am Stall nicht per Hand. Da wirst du ja blöd. Also der Boden ist knüppelhart. Es war ja schon ein Kampf, die Zaunpfähle überhaupt zu versetzen. Deswegen habe ich so lange gebraucht mit Versetzen. Und nachdem das jetzt so warm und so trocken die ganze Zeit war, habe ich auch keine Lust gehabt, auf diese Koppel hier rumzulaufen und das einzufassen. Deswegen ist es liegen geblieben. Heute ist, wie gesagt, ein wenig kühler. Wir hatten ein wenig Regen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mache ich es jetzt. Und das andere, wie gesagt, ja, klar, wird jetzt den einen oder anderen geben, der sagt, das muss weg und überhaupt und wegen Würmer. Ich weiß, im Kot können Wurmeier sein und ich weiß, die können da bleiben, aber meine Pferde werden viermal im Jahr entwurmt, vierteljährlich immer. Von daher mache ich mir da keine Gedanken. Klar, Würmer können sie haben und klar, wenn auf der Koppel Kot liegt, dann können sie schnell wieder haben, aber zumindest bekämpfen durch sie. So ist es ja nicht. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, wenn ich sie dann hier raufsetze, dann habe ich ja das da dann noch abzumähen. Und unten auf meiner anderen Wiese, da habe ich ja ein Stück an der Hecke stehen lassen. Das wollte ich ja eigentlich zum zweiten Schnitt, zum Grummet mit wegmähen. Aber nachdem blöderweise die Witterung so dermaßen trocken war, hat es keinen zweiten Schnitt gegeben. Und dann mähe ich es halt so weg. Es ist zwar relativ dürr, aber das kriegen sie dann auch. Dann haben sie auch Futter. Und ich habe wieder eine Zeit lang damit ausgesorgt. Wie ich es wegmähe, weiß ich noch nicht. Balkenmähe ist fast ein wenig zu viel, die Flächen. Eventuell mache ich es mit einem Kreiselmähwerk. Ist aber andererseits die ganze Fläche auf einmal weg, ist auch Arschmann, dann habe ich wieder zu viel. Eigentlich wäre jetzt der Mähbalken wieder optimal. Aber da habe ich ehrlich gesagt keine Lust dazu, nicht zu montieren. Was hat denn der schon wieder gesehen? Weil ich müsste normalerweise jetzt entweder am KL300 den Mähbalken ranmachen. Da muss ich aber wieder aufpassen mit dem Schwartbrett, dass ich mir nicht meine Plane daneben zusammenhau, weil die ist kaputt gegangen, die ganzen Fenster, eben wegen dem Schwartbrett. Ja, und der KA15 ist noch nicht fertig. Ach, irgendwie wird es werden, das sehen wir. Jetzt fahren wir erst einmal den Mistgar weg, räumen dann den Bulldog auf und dann schauen wir mal, vielleicht mache ich dann heute noch was in der Halle. Sehen wir.
räume jetzt bloß noch den Radlader und die Gabel wieder auf. Das habe ich mir vorhin hier rausgestellt, dass ich an das Allgäu herangekommen bin. Ja, der ist wieder geparkt. Da bin ich fertig. Viecher sind fertig. Jetzt ist es aktuell kurz nach 10. Um 14 Uhr muss ich auf die Arbeit. Ich werde jetzt vielleicht hier in der Halle noch ein wenig weitermachen, haben wir vorhin schon gesagt. Und dann schauen wir mal einfach weiter. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir Schluss, dass das Video nicht wieder zu lang wird. Das war das letzte Mal ein Versehen. Ich wollte aber halt alles draufkriegen. Ja, und dann würde ich sagen, ein schönes Wochenende. Genießt's. Ich würde sagen, wir sehen uns am Dienstag wieder. An alle vielen Dank fürs Zusehen. Und bis demnächst, Dienstag, 16:30 Uhr geht's weiter. Servus, euer Michel.